Ja, willkommen zurück bei Monkey Island 4. In der letzten Folge sind wir hier auf Jambalaya Island ein bisschen umhergewandert, haben hier Stan getroffen zum Beispiel. Ja, und jetzt suchen wir nach Teilen der ultimativen Beleidigung hier. Ich habe gerade gesehen, dort steht irgendwas. Brachte Leimtopf. Leim ist gut, den nehmen wir mit. Mal einstecken, kann ich eigentlich reingehen? Da steht Stans Timesharing. Genau. Stans neues Gebäude sieht ganz schön festlich aus. Tja. Es ist ein vorübergehend schöner Strand. Hier reingehen kann ich nicht. Um den sein Gespräch durchzuhalten, braucht man irgendwas mit Koffein, glaube ich. Und dazu gehen wir jetzt zurück. In die Kaffee. Ahoi, Matrosen! Setzt die Segel und kommt ins Planet Freepwood, die Piratenkneipe für die ganze Familie. Da hinten Fenster hatten wir eine Kaffeetasse gesehen. Ja, eine Grogocino-Tasse. Eine leere Star-Buccaneers Grogocino-Tasse. Na dann, her damit. Sehen, wenn man sagen muss. Oh. Wollte nicht da rausgehen, nein. Naja, wie gesagt, dämliche Steuerung, aber ein schönes Spiel. Also wieder rein. So. Und jetzt nehmen wir im Inventar Star Buccaneers Logo. Ein bisschen aus wie ein Affenkopf. Oh, hier ist die Karikatur von Guybrush. Der Taucherschein, dass ich tauchen kann. Hier sieht man den Richter beim Springen, bei Wassersprung mit einer anderen Frau als seiner rothaarigen, von der er immer geredet hat. Hier ist der Kleber, der Huhu-Kleber. Grogocino-Tasse, das wählen wir jetzt aus. Wird eigentlich immer noch kostenlos nachgeschenkt? Natürlich, Sir. Ich werde mich darum kümmern. Sie bekommen gar nicht genug von meinen süßen Kaffeeköstlichkeiten, was? Bringen Sie mir bitte einfach nur meinen Grogocino. Okay, kommt sofort. So, den trinken wir aber noch nicht und stecken erstmal ein. Weil wir haben ja jetzt Leim, den wollen wir mal ausprobieren, ob wir uns da auf diesen Seekuh-Automaten festleimen kann. Ahoi, Matrosen! Setzt die Segel und kommt ins Planet Freepwood! Ja, wie heißt das? Krokerie, Mikrokrokerie. Na, noch eine Runde auf der Kuh? Vorsicht! Ich will die Kunden nicht erschrecken! Was hier fehlt, ist etwas Kleister. Genau. Voila, ein Kleistersee. Hi. Hey ho, was kann ich dir antun? Wie war das gleich nochmal mit dieser Seekuh? Das ist die mörderische mechanische Seekuh. Ich hätte wieder mal Lust auf eine Runde Seekuh reiten. Alles klar. Zeig, was du drauf hast. Okay, ich fange mit der Stufe Bettnässer an. Das sollte für einen kräftigen jungen Mann wie dich kein Problem sein. Bist du bereit? Meinetwegen kann's losgehen. Na, mal sehen, ob das genug hält, da rein. Juhu! Nicht übel. Okay, wir steigern den Schwierigkeitsgrad etwas. Das ist die höchste Stufe. Ja!
2 Stunden später. Yibi! Gib mir die Sporen, Seekowboy! Ist es vorbei? Fast! 3, 2, 1! Du hast es geschafft! Ich dachte, du würdest spätestens bei der Stufe Extremgrasen absteigen. Aber du hast es geschafft. Damit bist du in einem erlesenen Kreis, mein Freund. Nur wenige Männer haben den Ritt auf der mörderischen Seekuh überlebt. Komm an die Bar, Partner. Dort bekommst du deinen Affenkrug-Verzehrgutschein. Hier, viel Spaß mit dem Preis. Oh, danke. Gegen Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie in allen Planet Threepwood Restaurants ein, Klammer auf 1, Klammer zu, Silber-Affenkrug-Menü, gültig bis 12.25, kann nicht in Verbindung mit anderen Verzehrgutscheinen eingelöst werden. Mitarbeiter und Sklaven des Planet Threepwood sind nicht teilnahmeberechtigt. Änderungen vorbehalten, nerven Sie uns also nicht, wenn sich was ändert. Okay, reden wir nochmal mit dem Barkeeper. Hi! Hey ho! Was kann ich dir antun? Ich hätte gerne was zu trinken. Hast du einen Ausweis? Nein. Tja, dann kann ich dir nichts von dem guten Stoff geben. Aber wie wär's mit diesem neuen alkoholarmen Erfrischungsgetränk mit Grog-Aroma? Es heißt Kindergrog. Wir haben es hier in der Mikrogroggerie für Jungs wie dich zusammengebraut. Es enthält genug Alkohol, um einen nackten Papagei auf die Matte zu schicken. Und, wozu soll das gut sein? Ja, trink einen Schluck. Und sag mir, was du davon hältst. Später vielleicht. Okay, vielleicht kann man das nochmal gebrauchen. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Gut, dann gehen wir mal ins Planet Threepwood. Und schauen uns mal diesen silbernen Affenkrug an. Was soll denn? Über einen Affenkopf. Mesdames et Messieurs, Briganten und Herren, willkommen im Planet Threepwood, dem... So. Inventar. Gutschein. So, was ist denn die lustige? Wie erwartet doch. Den muss ich vorzeigen, wenn ich etwas zu essen bestellt habe. Ich muss erst was zu essen bestellen. Brauche ich noch einen Gutschein? Also da muss ich wahrscheinlich jetzt zum Stan. Der hat ja auch einen Gutschein gehabt, oder gesagt. Ne, hier geht's nicht raus auf der anderen Seite. Leute, die Steuerung. Es ist wirklich eine dumme Idee. Aber es geht so leidlich. So, also Ladies and Gentlemen, Mesdames et Messieurs, Briganten zum Stan. Komm. Die Nachbarinsel gucken uns dann auch mal an. So. Inventar. Tasse Gorgoccino. Hi Stan! Was kann ich für dich tun, junger Mann? Ich muss dann los. Du solltest nicht zu lange warten. Mein Angebot gilt nicht ewig. Ich muss nämlich erst mal trinken. Uhu! Apropos Augenöffner. Ich fühle mich, als hätte ich gerade eine ganze Kaffeeplantage mit Eseln und allem getrunken. Hi Stan! Was kann ich für dich tun, junger Mann? Also jetzt nochmal. Erzähl mir mehr über diese Timesharing-Geschichte. Mit Vergnügen, mein dämlicher Freund. Du musst verrückt sein, wenn du diese einmalige Gelegenheit nicht ergreifst. Als Bonus gebe ich dir einen Gutschein für ein kostenloses Menü und einen Affenkrug im Planet Threepwood, wenn du dir mein Angebot anhörst. Ein Krug pro Kunde, nur solange der Vorrat reicht. Nicht gültig im Staat Wyoming.
Her mit dem Angebot. Ein kluger Entschluss, mein Freund. Du wirst mir dankbar sein, wenn ich dir dieses attraktive Angebot vorgestellt habe. Bleib doch hier. Das Verkaufsgespräch dauert höchstens 3 Stunden. Hä? Du wirst begeistert sein von dem, was du gleich zu hören bekommst. Was ist heutzutage die beste Anlageform für dein sauer verdientes Geld? Aktien? Nein, zu riskant. Termingeschäfte mit Entenfutter? Nein, Enten sterben zu früh. Porzellanfiguren? Oh, ups, zu zerbrechlich. Was dann? 2 Worte. Timesharing. Genau, Immobilien. Ich möchte dir nun zeigen, welche unglaublichen Beträge eine winzige Investition in wenigen Generationen abwirft. 2 Stunden und 57 Minuten später. Also, wer wäre da nicht bereit zu investieren, hä? Mann, das klingt wirklich interessant. Aber ich muss zuerst mit meiner Frau sprechen. Tu das, sprich mit deiner Alten. Sonst wachst du am Ende noch in der Hundehütte auf, was? Richtig. Und wo sollten dann die Piranha-Pudel schlafen? Stimmt. Nun, danke fürs Zuhören. Hier ist ein Gutschein für ein kostenloses Menü und einen Affenkrug im Planet Threepwood. Von deinem guten alten Freund Stan. Bar. Ich muss dann los. Du solltest nicht zu lange warten. Mein Angebot gilt nicht ewig. Gut, also. Jetzt zurück. Oh, ich glaube, der Gorgoccino lässt nach. Ist nicht so schlimm. Ich glaube, jetzt brauchen wir aktuell gerade nicht. Setzt die Segel und kommt ins Planet Threepwood. Bin ja jederzeit nachfüllen. Die Kneipe für die ganze Familie. Bei uns. So. Gutschein. Begelklumpen. Erbstücke der Marleys. Tribut Gutschein. Viele Kork für Blasentee trinken? Nee. Ja, ne, Tribut Gutschein. Naja, welches ist der richtige? Den muss ich vorzeigen, wenn ich etwas zu essen bestellt habe. Na, ich bestelle erstmal was zu essen. Also, muss ich wahrscheinlich erst nur was zu essen bestellen. Vielleicht hätte ich den jetzt gar nicht gebraucht. Verzeihung? Hi, ich bin Elaine. Ich bin heute Nachmittag Ihre Kellnerin. Ich würde dann gerne bestellen. Was soll's denn sein? Guybrushs mächtiger Piratenburger klingt gut. Das dachte ich auch mal. Und zu trinken? Einen Fat Fizz, bitte. Eine beliebte Wahl, Sir. Und wie möchten Sie bezahlen? Wie wär's mit diesem Affenkrug-Verzehrgutschein? Ausgezeichnet, Sir. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir wegen der unerwartet hohen Nachfrage Kunden mit Coupons keine Vorspeisen mehr servieren. Sie erhalten jedoch nach wie vor Ihr Freigetränk im traditionellen Affenkrug. Ich sollte mich wohl hinsetzen. So. Ah. Eine silberne Tasse, die ziemlich genau wie ein Affenkopf aussieht. Gruselig. Hey, das Gratis-Affenkrug-Menü heißt nicht, dass auch der Affenkrug gratis ist. Ich wollte das nicht behalten, ehrlich. Okay, so funktioniert's also nicht. Da müssen wir den mal austauschen. Irgendwie muss ich das Ding kriegen und ihnen weismachen, dass es noch da ist. Okay. Entschuldigen Sie? Macht ja Karikatur. Sie haben schon eine Karikatur. Werden Sie bitte nicht gierig. Aber ich will ein Bild von mir und dem Affenkrug. Oh, in Ordnung. Was ist Ihre Lieblingspiratenbeschäftigung? Ich liebe den Klang guter Schwertkämpfe. Allerdings hasse ich dieses schreckliche... Wenn die Schwerter nicht sauber aneinander schlagen. Wissen Sie,
Was ich an den Piraten noch mag? Ihre verschrobene, völlig idiotische Ausrüstung. Holzbeine, Augenklappen, Papageienhaken. Sie sind einfach so seltsam. Und was ist Ihr Lieblingspiraten-Accessoire? Ich finde, Holzbeine sehen wirklich witzig aus. Wenn man bedenkt, dass die Beine entweder von Haien abgenagt wurden oder einfach abgefault sind, finde ich die Vorstellung allerdings weniger lustig. Wissen Sie, was ich an Piraten nicht verstehe? Ich ahne Schreckliches. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Sie können doch nicht Ihr ganzes Leben kämpfen, die Welt umsegeln und Beute abschleppen. Oder doch? Ich glaube nicht. Natürlich nicht. Also, was glauben Sie, machen Piraten in Ihrer Freizeit? Ich nehme an, die meisten von Ihnen machen es sich mit einem guten Buch vor dem Kamin bequem. Zugegeben, normalerweise werfen Sie das Buch ins Feuer, aber trotzdem. Bücher. Ja. Hm? Ja. Fertig. Das ist für Sie, Sir. Danke für Ihre Unterstützung. Genießen Sie Ihren Aufenthalt auf der glücklichsten Insel der Welt. Danke. So, jetzt schauen wir uns das nochmal genau an. Ah, da ist doch der Krug. Da könnte ich ja den da auch schon ein bisschen wie ein Affenkrug aussieht, vielleicht noch mit Tarnen. Vielleicht muss ich erstmal Leim auf den Krug schmieren. Wie ging das? Wahrscheinlich Use. Genau. Gute Idee, aber ich glaube, es wäre einfacher, den Kleister auf das Teil zu schmieren, das ich ankleben möchte. Okay. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Ach, das falsche Bild. Da ist das mit. Jetzt kann ich das Ding irgendwo hinkleben. Der Krug sieht wirklich aus wie das Original. Sehr gut. Und schon habe ich mein erstes Teil. Zwar nichts zu essen bekommen, aber was soll's. Tja, die ist auch nicht sehr aufmerksam. Jetzt hättest du das ja merken müssen, dass das Ding nicht mehr aus Silber war. Na gut. Also, erste Accessoire haben wir sozusagen. Gucken wir uns mal die Nachbarinsel an, was es da gibt. Ahoi, Matrosen! Ahoi! Vielleicht nehmen wir uns da noch eine Tasse Kaffee mit, wenn wir einmal hier sind. Weiß ja nie, wann man es braucht. So, Tasse Kaffee. Das ist es. Wird eigentlich immer noch kostenlos nachgeschenkt? Natürlich, Sir. Ich werde mich darum kümmern. Sie bekommen gar nicht genug von meinen süßen Kaffeeköstlichkeiten, was? Bringen Sie mir bitte einfach nur meinen Grogguccino. Okay, kommt sofort. So. Steck mal ein. Jetzt gehen wir mal im Ruderboot und gucken mal, was auf den Nachbarn ist. Der Hut muss ja dort irgendwo sein, ne? Der bronzene Hut. So, Mütze. Genau.
Wo sitze ich denn? Ach, dort oben. Sind Sie verrückt? Wollen Sie mich umbringen? Verrückt? Ich bin es nicht, der die Vorschriften und Gesetze des Nuttin Atolls auf infame Weise verletzt. Hä? Wie lautet Ihr Name, Matrose? Guybrush Threepwood, Sir. Nun, Mr. Threepwood, was führt Sie zum Nuttin Atoll? Ich sehe mich nur um, Sir. Sehr gut, Mr. Threepwood. Bevor ich Ihnen die Weiterreise gestatte, haben Sie noch Fragen? Wer zum Teufel sind Sie? Mein Name ist Ricardo Luigi Pierre Mbenga Changnero Ohara Cassava, der Dritte. Aber Sie dürfen mich Admiral Cassava nennen. Das ist schön. Wie kommt man an einen Namen wie Ricardo Luigi Pierre Mbenga Changnero Ohara Cassava, der Dritte? Die Familie der Cassava kämpft seit Generationen für die Einhaltung der Gesetze der See. Tja, und in diesem Job wird ständig geheiratet. Und ehe man sich's versieht, kann man sich schon nicht mehr an die hinteren Namen erinnern. Okay. Was machen Sie hier? Ich habe die Ehre, Ozymandrels kommerzielle Interessen auf Jambalaya Island zu verteidigen. Aus diesem Grund habe ich den Piratenabschaum von Jambalaya auf das Nuttin Atoll verbannt. Dort bleiben sie, bis sie produktive Mitglieder der Gesellschaft geworden sind. Tja, und wie viele der Piraten von Nuttin durften schon auf Jambalaya Island zurück? Oh, nur eine Handvoll. Wissen Sie, es ist verdammt schwer, mehr als einen Seeräuber gleichzeitig zu resozialisieren. Aber zum Glück hat Mr. Mandrill einen genialen Plan, wie er alle Halunken gleichzeitig umerziehen kann. Wieso schießen Sie mit Kanonenkugeln auf unschuldige Piraten? Mr. Threepwood, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nur zwei Sorten von Piraten gibt. Piraten, die blutrünstige Gewalttaten begehen und Piraten, die blutrünstige Gewalttaten planen. Wenn man Letzteren gestattet, sich über einen längeren Zeitraum zusammenzurotten und auszutauschen, verwandeln sie sich in Erstere. Wie war das im Mittelteil? Schießen Sie wirklich mit Kanonenkugeln auf jede Gruppe von Piraten, die Sie sehen? Natürlich. Es ist die einzige Möglichkeit, Ihre infernalischen Pläne zu vereiteln. Sogar jetzt kann ich Sie hören. Sie planen schon wieder unerhörte Anschläge auf die rechtschaffenen Bürger von Jambalaya. Wirklich? Ich höre nur ein paar Möwen. Okay. Tja. Tja, ich muss dann mal was erledigen. Guter Mann. Vergessen Sie nicht, ich beobachte Sie. Sie sind auf den Strand gerichtet. Ein Schiff von der Stange. Ein Bild von einem Koala-Bären. Offensichtlich die Arbeit von einem entsetzlichen Australier. So. Ein Strand voller Felsen. So. Was war das? Trockene Baustelle hier. Das hebe ich nicht auf. Das kann ich nicht verwenden. Und dann nicht. Geh was mit der Hütte dort. Ich glaube, wir kommen vom Thema ab. Sprechen wir doch weiter über Schafe. Nein, 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 nein. Du vergisst die Bedeutung von Liederlichkeit. Nun, das ist natürlich klar. Aber was ist mit... Wer bist du? Ah, ich bin Hellbeard, der Unbeugsame, der Schrecken der sieben Meere. Hellbeard? Ich habe noch nie von dir gehört. Natürlich hast du schon von mir gehört. Ich bin der schrecklichste Pirat der Welt. Hm.
Moment mal, Hellbeard der Unbeugsame ist vor über 80 Jahren gestorben. Sehe ich etwa tot aus? Nein, du siehst wie ein Strumpf aus. Wenn du Hellbeard bist, wo warst du dann in den letzten 80 Jahren? Ich, schau, da drüben. Wer bist du? Ich bin Hellbeard, der Unbeugsame. Wieso kann ich immer nur mit einem von euch sprechen? Wegen diesem paranoiden Idioten, Admiral Cassava. Sobald er drei oder mehr Piraten miteinander sprechen sieht, geht er davon aus, dass sie irgendein Komplott planen. Und dann beschießt er sie mit Kanonenkugeln. Kann er Piraten nicht von Puppen unterscheiden? Ich weiß nicht, ob sie es schon bemerkt haben, aber Cassava ist nicht besonders helle. Ich dachte, die andere Puppe wäre Hellbeard. Das hätte er wohl gerne. Weißt du zufällig etwas über die ultimative Beleidigung? Leider ja. Vor vielen Jahren war ich der letzte Pirat, der die Macht der ultimativen Beleidigung zu spüren bekam. Es ging höllisch schnell. Plötzlich war von meinem ehemals unbeugsamen Ego nur noch ein Trümmerhaufen übrig. Weißt du noch mehr über die ultimative Beleidigung? Sie hat mein Ego auf dem Gewissen. Reicht das nicht? Hm, auch wieder wahr. Du bist erstaunlich gut rasiert für einen Kerl, der Hellbeard heißt. Tja, 80 Jahre unter dem Einfluss der ultimativen Beleidigung hinterlassen eben ihre Spuren. Kann ich mit dem Puppenspieler sprechen? Muss das unbedingt sein? Wir versuchen, ihn zu schützen. Komm schon, lass mich mit dem Puppenspieler sprechen. Gut, in Ordnung. Aber mach keine schnellen Bewegungen. Ich bin zahm wie ein Delfin-Baby. Sie müssen Hellbeard sein. Wenn Sie das sagen, Sir. Sie sehen nicht wie ein furchterregender Pirat aus. Ich? Ein furchterregender Pirat? Das muss ein Missverständnis sein. Ich tue keiner Fliege etwas zuleide. Wieso sehen Ihre Puppen aus wie LeChuck und ich? Puppen? Welche Puppen? Hey, Sie sind ein Arm- und Bein-Amputierter, richtig? Richtig, Sir. Sehr gut, Sir. Wenn es hier keine Puppen gibt, was machen Sie dann in einem Puppentheater? Ha, das müssen Sie mir erklären. Ich wohne hier, Sir. Was? Ich weiß, es sieht nicht sehr komfortabel aus, aber es ist erstaunlich geräumig. Aber Sie sind Hellbeard, der Unbeugsame. Sie haben ein ganzes Archipel mit einem Ruderboot und dem Kieferknochen einer Ratte namens Stinky geplündert. Oh Mann, das wäre mir viel zu brutal und abenteuerlich. Ich kann nicht glauben, dass Sie in einem Puppentheater wohnen. Ein bescheidenes Häuschen für einen bescheidenen Mann. Weißt du zufällig etwas über die ultimative Beleidigung? Die ultimative Beleidigung? Du schon wieder? Kann ich mit dem Puppenspieler sprechen? Puppenspieler? Hellbeard, der Unbeugsame, ist keine Puppe! Komm schon, lass mich mit dem Puppenspieler sprechen. Rede doch mit deiner Hand, du elender Deckschrubber! Kann ich mit der anderen Puppe sprechen? Puppe? Hier gibt es keine Puppenbürstchen. Hier gibt es nur die unbeschreiblichen Schrecken von Hellbeard. Im Ernst, wo ist die andere Puppe? Geht das nicht in deinen läusezerfressenen Schädel, Schiffsjunge? Hier sind keine Puppen. Hier ist nur Hellbeard. Wenn du Hellbeard bist... Wo warst du dann in den letzten 80 Jahren? Ich, schau, da drüben! Du so, schon wieder? So kommen wir wieder an den Puppenspieler. Weißt du noch mehr über die ultimative Beleidigung? Sie hat mein Ego auf dem Gewissen. Reicht das nicht? Okay. Auch wieder wahr. Kann ich noch mal mit dem Puppenspieler sprechen? Gut, in Ordnung. Hellbeard? Bitte lassen Sie mich endlich in Ruhe. Ich bin harmlos, wirklich. Wie
weißt du zufällig etwas über die ultimative Beleidigung? Die ultimative Beleidigung? Okay, das wird schon wieder. Okay. Bis die Tage, Hellbeard. Ich habe die sarkastischen Anführungszeichen gehört, du algenbedeckter Klabautermann. So, dann kommen wir später nochmal wieder. Wegweiser, Moment. Jambalaya Island, 3 Kilometer. Was ist denn das hier für eine Fischerhütte? Oh, die hat nichts zu sagen, da gehen wir mal da drüben, das blaue Haus. Nein. Du vergisst die Bedeutung von... Was? Reh? Irgendein Zentrum für Piraten. Vielleicht geht's Sozialisierungszentrum. Ich kann's... Ah ja. Betrete Piraten-Resozialisierungszentrum. Entschuldigen Sie, Ma'am. Was kann ich für Sie tun, junger Mann? Das ist ein seltsamer Ort für eine Schule. Das ist keine normale Schule, Herzchen. Das ist das Ossimantrill Resozialisierungszentrum für Piraten. Resozi-was? Resozialisierungszentrum. Wir machen aus barbarischen, stinkenden Piraten wie Ihnen saubere, produktive und höfliche Mitglieder einer aufstrebenden, konsumorientierten Gesellschaft. Das ist das gottloseste Verbrechen, von dem ich jemals gehört habe. Na, Herzchen, Sie haben es doch noch gar nicht versucht. Wissen Sie etwas über die ultimative Beleidigung? Was soll das sein? Ein mächtiger Voodoo-Talisman, der das Ego eines Menschen zerstört. Oh nein! In unseren Schulungsräumen sind Voodoo-Talismane aller Art strengstens verboten. Mr. Mandrill ist der Ansicht, dass der Voodoo einer der Hauptgründe für die ständig wachsende Piratenkriminalität ist. Aha. Wussten Sie schon, dass ein Irrer vor der Küste kreuzt? Sie meinen doch nicht etwa den tapferen Admiral Cassava? Tapfer? Er verhindert eigenhändig, dass die ungewaschenen Piratenhorden des Natinatolls in unser Paradies auf Jambalaya Island einfallen. Er ist ein Schwachkopf. Die tapfersten Männer sind immer ein klein wenig verrückt, Herzchen. Ich bin es leid, ein schleimiger Pirat zu sein. Tragen Sie mich ein. Wunderbar. Nehmen Sie bitte einen Moment Platz, bevor Sie sich auf den Weg in eine goldene Zukunft machen. Guten Tag, Klasse. Ich bin Miss Rivers. Ich heiße Sie im Ossimantrill Resozialisierungszentrum für Piraten herzlich willkommen. Die Akademie ist ein Tochterunternehmen der Ossimantrill Enterprises. Indem Sie durch diese Tür gegangen sind, haben Sie bereits einen mutigen Schritt auf Ihrer langen Reise gewagt. Eine Reise, die aus säbelrasselnden Piraten gesunde, normale und vor allem produktive Mitglieder der Gesellschaft machen wird. Und warum haben Sie sich zu diesem Schritt entschlossen? Weil wir keine andere Wahl hatten? Nein, Herzchen. Ihr seid hier, weil ihr ekelhafte Piraten seid, die es verdienen, in der Gosse zu enden und wie räudige Köter erschossen zu werden. So, in den nächsten Stunden werden wir nun gemeinsam versuchen, Ihre gesellschaftsfeindlichen, piratischen Abwehrmechanismen durch akzeptable und vermarktbare Verhaltensweisen zu ersetzen. Das könnte eine Weile dauern. Warum kommen Sie nicht später wieder? Sprechen wir zuerst offen über das Plündern. Stunden später. Und deshalb ist Kielholen so schlecht. Gut mitgedacht, Janja. Kommen wir nun zur Abschlussprüfung. Ich stelle Ihnen 3 Fragen, die 90% Ihrer Note ausmachen. Das klingt unfair. Komm mir nicht so, Schlaumeier. Tut mir leid, Ma'am. Fangen wir an. Janja? Ja, Ma'am? Sie beobachten einen Mann, der einen Passanten mit einem Schwert bedroht. Was tun Sie? Ich präge mir das Aussehen des Angreifers ein und wende mich an den nächsten Blauhelm. Ich verstehe. Und Guybrush? Ja, Miss Rivers? Ein Angehöriger des anderen Geschlechts weist Ihre Avancen zurück. Wie gehen Sie damit um? Gehe nach Hause, esse 23 Kilo Eiscreme. Ich beide hinter Ihrem Rücken hässliche Gerüchte. Ich setze mein Leben unbeeindruckt fort. Ich verwandle mich in einen blutrünstig furchterregenden Untoten und terrorisieren die 7 Meere, bis sie mich heiraten.
Ich verwandle mich in einen blutrünstigen, furchterregenden Untoten und terrorisiere die sieben Meere, bis sie mich heiratet. Oh mein Gott. Das ist cool, Mann. Und Mangel. Ja? Was haben Sie da im Mund, junger Mann? Kautabak, Ma'am. Haben Sie genug für alle hier? Natürlich, ja. Tja, das ist genau der Punkt, junger Mann. In diesem Klassenzimmer sind Piratenartikel untersagt. Geben Sie her. Aha. Tut mir leid, Ma'am. Die brauchen wir vielleicht irgendwann. Und Mangel? Ja, Ma'am? Ihr Tofu-Burger wird durchgebraten serviert, obwohl Sie ausdrücklich einen blutigen Burger bestellt hatten. Wie reagieren Sie? Ich gebe der Servierschlampe den Burger unter lautem Fluchen zurück. Ah, okay. Zweite Frage. Guybrush? Ja? Bei der Lektüre einer Gedichtsammlung in der Bibliothek fällt eine Schatzkarte aus dem Buch. Wie reagieren Sie? Ich suche alle ehemaligen Leser des Buchs auf und lege die Bastarde um. Ich suche alle ehemaligen Leser des Buchs auf. Ich lege die Karte in das Buch zurück und stelle es wieder ins Regal, nachdem ich es gelesen habe. Ich informiere den Bibliothekar, es ist schließlich seine Aufgabe, derartige Probleme zu lösen. Ich suche alle ehemaligen Leser des Buchs auf und lege die Bastarde um. Und nachdem ich deren Familien, Freunde und Haustiere getötet habe, suche ich den Schatz. Heiliger Josaphat! Oh, du schaffst es. Miss Rivers, Guybrush macht mir Angst. Mangel! Ja, Ma'am? Ein Fremder fragt Sie nach der Uhrzeit. Wie reagieren Sie? Ich kann die Uhr nicht lesen. Und Yang-Ya? Ja, Miss Rivers? Während Sie Weihnachtsgeschenke zu einem Waisenhaus auf einer benachbarten Insel transportieren, bemerken Sie ein Schiff, das offensichtlich überladen ist. Was tun Sie? Ich winke dem Kapitän freundlich zu und frage ihn, ob er meine Hilfe braucht. Interessant. In Ordnung. Kommen wir nun zur dritten und letzten Frage. Mangel. Ja, Ma'am. Nach einem heftigen Grockgelage macht sich Ihr 24-jähriger Freund über Ihre Frisur lustig. Wie reagieren Sie? Ich mache einen Witz über seinen fetten Grockbauch. Jetzt Sie, Yang-Ya. Ja, Ma'am. Ihr Kapitän hat sich entschlossen, Kurs auf das Teufelsdreieck zu nehmen. Wie reagieren Sie? Ich unterdrücke meine kaum spürbare, nicht erklärbare Angst und setze meine Arbeit fort. Und schließlich Mr. Threepwood. Ja? Ein schmieriger Fremder bietet Ihnen einen Grog an. Was tun Sie? Ich lehne freundlich ab und gebe dem Fremden einen aus. Ich knalle mir mit meinem neuen Freund die Birne zu, bis die Lichter ausgehen. Ich bedanke mich für den Grog, vergifte seinen und raube den Dummkopf aus. Ich bedanke mich für den Grog, vergifte seinen und raube den Dummkopf aus. Sie sind ein ungehobelter Bursche, Mr. Threepwood. Mann, und ich dachte, ich wäre ein herzloser Irrer. Ich habe Ihre Leistungen addiert und muss sagen, dass ich sehr unzufrieden bin. Mangel, ich fürchte, Sie haben nicht bestanden. Sie haben das Herz am richtigen Fleck, Kleine. Aber Ihr Hirn liegt an einem eiskalten und dunklen Ort voller Spinnen. Verdammt. Ha, Yang-Ya, Sie sind auch durchgefallen. Wieso? Ich hatte alle Antworten richtig. Stimmt, Herzchen. Aber ich kann Sie nicht leiden. Das ist eine schreiende Ungerechtigkeit. So ist das Leben, Herzchen. Finden Sie sich damit ab. Und dann haben wir hier noch Guybrush. Guybrush, Guybrush, Guybrush. Ich bin nun schon viele Monate Lehrerin und ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass Sie der dümmste Schüler sind, den ich kenne. Ich hatte schon Ohrenschmalz, das intelligenter war als Sie. Und um sicherzustellen, dass Sie diese Schule nie wieder betreten und um Sie für den Rest Ihres hoffnungslosen Lebens zu zeichnen, setze ich Ihnen diese Narrenkappe auf Ihren sturen Piratenschädel. Ich hoffe, dass die Demütigung schafft, woran die Erziehung gescheitert ist. Und jetzt verschwinden Sie aus meinem Klassenzimmer und lassen Sie sich hier nie wieder blicken! Ja, ich mag ein Narr sein, aber wenigstens bin ich ein mächtiger Piratennarr. Genau. So, stecken wir ein, genau. Ah, ich will da nicht rein, nein. Da war ich doch gerade. Jetzt kann ich was aus der Kiste nehmen.
Oh, Geschenke. Oh, Mr. Threepwood, wir wollen doch nicht mit dem alten Piratenspielzeug herumspielen, nicht wahr? Na gut, solange die aufpasst, wird das nix. Aber hier ist ja so ein Feuermelder, der ist ja nicht umsonst da dran, oder? Bei Feuer Alarm betätigen. Gut, dann mal los. Nicht zu Hause nachmachen, Kinder. Ein falscher Feueralarm kann Leben kosten. Genau. Ah! Feuer! Lauft um euer Leben! Sehr gut. Nix wie rein und die Kiste durchstöbert. Na komm, lauf. Möchten Sie mich für dumm verkaufen? Ja. Raus hier! Jetzt weiß ich wieder, warum ich mit der Schule aufgehört habe. Sehen, da war da noch Haufen anderes Zeug drin. Aber jetzt die Pfeife? Ja. Klingt wie ein Papagei. Ich gehe davon aus, dass keine Papageien in der Nähe sind. Okay, werden wir vielleicht bestimmt noch brauchen. Dann machen wir das Ganze nochmal. Ah, es brennt schon wieder! Lassen Sie mich weg! Der hellste ist ja nicht. Komm, Geifraschen, schnell. Beweg dich. Aha! Sie halten sich wohl für sehr schlau, was? Ja. Raus hier! Es überrascht mich, dass sie wieder darauf hereingefallen ist. Das stimmt. Skip, oh, das ist das Cover von Monkey Island 3. Also, so ähnlich zumindest. So, wir gucken uns das mal an, oder? Lankengang leicht gemacht. Okay, naja. Vielleicht ist noch was anderes Nützliches da drin. Bei Feuer Alarm betätigen. Na, automatisch geht, da geht's ein bisschen schneller. Ah, es brennt schon wieder! Rette mich, wer kann! Na komm. Nein, danke. Ich habe schon so genug schlechte Angewohnheiten. Gut, den Kaugummi. Hab ich dich! Den Kautabak wollte er nicht. Aber die Karten. Oder die Karte. Sie halten sich wohl für sehr schlau, was? Ja. Raus hier! Gut, dass Miss Rivers Kurzzeitgedächtnis den Geist aufgegeben hat. Das stimmt. Eine Piratenspielkarte. Ui. Die würde ich nicht aufs Spiel setzen, wenn es nicht absolut nötig ist. Vielleicht brauchen wir sie irgendwann. Dann auf ein neues. Also den Kaugummi wollte er, den Kautabak wollte er nicht. Aber irgendwas war ja noch drin. Ah, es brennt schon wieder! So, jetzt. Aha! Ja,
Der Feueralarm ist kein Spielzeug, Mr. Threepwood. Raus hier! Ich frage mich, wie oft ich noch damit davonkomme. Genau, aber schlappen lassen Sie jetzt erstmal, weil den Tabak wollte ja nicht. Gucken, was das ist. Solche Spielzeuge benutze ich schon seit Wochen nicht mehr. Oh. Aber wir nehmen es trotzdem mit. So. Gucken, was hier noch so alles ist. Was war da? Hallo? Jemand zu Hause? Ich hab schon im Büro gespendet. Hallo? Jemand zu Hause? Lass mich in Ruhe. Hallo? Jemand zu Hause? Verschwinde! Okay, da geht's nicht weiter. Muss da in irgendeine Richtung, muss es ja noch gehen. Nein, 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 nein. Du vergisst die Bedeutung von... Und als ich gerade seine Bauchspeicheldrüse rausschneide... Hi-ho! Du Idiot! Bist du von allen guten Geistern verlassen? Was ist denn los? Er wird uns sehen, du dämlicher Ignorant! Ich verschwinde! Feuer! Du solltest vielleicht ein paar Schritte nach links gehen. Mann, danke. Gern geschehen. Und jetzt verschwinde. Ich möchte meine Unterhaltung mit der zauberhaften Miss Daisy fortsetzen. Wer bist du, du lästige kleine Missgeburt? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Und du bist? Jumbo Lafitte, der letzte der Lafitte-Piraten. Wer schießt denn hier mit Kanonenkugeln? Das ist dieser schreckliche Admiral Cassaba. Wenn er sieht, dass sich drei Piraten miteinander unterhalten, denkt er gleich an eine Verschwörung. Deshalb beschießt er uns mit Kanonenkugeln. Wenn es mir hier am Strand nicht so gut gefiele, würde ich raussegeln und ihm gehörig die Meinung sagen. Ist dir klar, dass auf deinen Schultern zwei Papageien sitzen? Wirklich? Das hatte ich noch gar nicht bemerkt. Was soll dieser Sarkasmus? Weißt du, ich weiß das gar nicht mehr. Du wirst es nicht glauben, aber das sind tatsächlich meine Papageien. Ich nenne sie Hagin und Kissin. Du nimmst mich auf den Arm. Du nimmst mich nicht auf den Arm. Welcher ist Hagin und welcher Kissin? Ich kann nicht glauben, dass ich das frage. Keine Ahnung. Sie sind eineiige Zwillinge. Das ist zu schade. Warum? Weil sie besondere Papageien sind. Besonders? Inwiefern? Feuern sie mit ihren Schnäbeln Pistolen ab? Natürlich nicht. Aber sie sind verflucht. Inwiefern? Einer der beiden sagt immer die Wahrheit. Der andere lügt, wenn er den Schnabel aufmacht. Stimmt's, Jungs? Ja! Nein! Aha, wir müssen die erstmal markieren. Sehen. Oh, wenn ich wüsste, welcher der beiden lügt, wären sie wirklich eine große Hilfe. Im Moment sind sie vor allem lästig. Du bist schrecklich groß. Hast du das ganz alleine herausgefunden? Ich suche die Teile der ultimativen Beleidigung. Was soll das sein? Ein uralter Voodoo-Talisman mit einer unglaublich mörderischen Macht. Puh, klingt ja gefährlich. Jumbo Lafitte, bist du irgendwie mit Tiny Lafitte verwandt? Tiny Lafitte war mein Vater. Ich würde mich gern weiter über deinen Vater unterhalten. Er hat nämlich diese Mütze und diesen Hut, den wir brauchen. Wurde er wirklich Tiny der edle Pirat genannt? Nein! Mein Vater war ein echter Pirat. Er war grausam, vulgär, psychotisch. Nach seinem Tod kamen Piraten aus aller Herren Länder, um auf sein Grab zu spucken. Oh.
Wenn Tiny so ein großer Pirat war, was soll dann diese Tiny, der edle Piratstatue? Das waren diese gewissenlosen Kretins von Ozymandrel Enterprises. Sie missbrauchen den Namen und das Bildnis meines Vaters als positive Werbung für das neue familienfreundliche Jambalaya Island. Diese Bastarde. Bist du sicher, dass du nicht adoptiert wurdest? Schließlich bist du riesengroß und Tiny war so klein. Du hättest meine Mutter sehen sollen. Sie war eine stattliche Frau, was? Sie hatte auf ihrem Hintern eine Tätowierung von Monkey Island. Und? In Originalgröße. Was ist mit Tinys Statue passiert? Ich bin ihr passiert. Ich verstehe nicht. Ich wollte ihrer geliebten Statue einen authentischen Touch verpassen. Mandrills Lakaien haben den Kapitänshut meines Vaters in Bronze gegossen und der Statue aufgesetzt. Ich war über dieses Sakrileg derart verärgert, dass ich Jambalaya Island mit einigen Piraten geplündert habe. Bevor die Spinner wussten, was los ist, hatte ich den Hut meines Vaters an mich genommen und auf dem Nattenatoll vergraben. Dein Vater wäre sicher stolz, einen so heldenhaften Sohn zu haben. Oh, danke. Leider hat Mandrill nach meinem kleinen Raubzug diesen Kassaber angeheuert. Der alte Narr bewacht nun die Gewässer um Natten. Jetzt ist das Nattenatoll nur noch ein Gefängnis für widerspenstige Piraten, die Ozymandrels Vision nicht teilen. Unter uns Piraten, wo hast du den Bronzehut deines Vaters denn vergraben? Ich weiß nicht. Was? Ich weiß, dass ich ihn unter einem Felsen am Strand vergraben habe. Ich weiß nur nicht mehr unter welchem. Kann ich mir den Hut deines Vaters ausborgen, wenn ich ihn finde? Ich weiß nicht. Was willst du damit? Ich brauche ihn, damit ich Ozymandrel wie eine trächtige Seegurke zerquetschen kann. Wirklich? Och, das ist großartig. Wenn du ihn findest, mach damit, was du willst. Sehr gut. Das scheint ein schmerzhaftes Thema zu sein. Reden wir über etwas anderes. Okay. Okay, ich war noch mal. Ich würde mich gern weiter über deinen Vater unterhalten. Nach dem Standort. Vielleicht sagt er uns noch was. Unter uns Piraten, wo hast du den Bronzehut deines Vaters denn vergraben? Ich weiß nicht. Was? Ich weiß, dass ich ihn unter einem Felsen am Strand vergraben habe. Ich weiß nur nicht mehr unter welchem. So. Das scheint ein schmerzhaftes Thema zu sein. Reden wir über etwas anderes. Aber noch habe ich sie ja nicht. Ach, ich habe ja die Pfeife. Vielleicht kann ich damit die Papageien... Bemühe dich nicht. Ich finde alleine andere raus. Leb wohl, kleiner Pirat. Dieser Kassaber hat mich fast umgebracht. Mal wieder. Der Typ sieht ziemlich groß aus. Dass der noch ein Feuer braucht, um sich warm zu halten. Feine Polly. Feine Polly. Mal, ob ich die irgendwie markieren kann. Was im Inventar? Kleber. Grogocino. Grogocino, mal ausprobieren. Kann man den einen geben? Bist du von allen guten Geistern verlassen? Tut mir leid. Bist du von allen guten Geistern verlassen? Tut mir leid. Okay, das geht nicht. Dann stecken wir ihn wieder ein und jetzt mache ich mal die. Aber keinen Fall. Wir warten die gleich. Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Okay, da passiert gar nichts. So bestimmt. Vielleicht können wir sie ja herlocken, wenn wir. So. Nun, das ist natürlich klar. Wenn wir an der richtigen Stelle sind. Aber was ist mit? Wie komme ich denn da hin? Boot vielleicht? Gehe zum Strand. Wieder bei denen.
Ach, nicht schon wieder schießen. Ich verschwinde! Ich wollte doch gar nicht. Heiliger Springaffe, das sind vielleicht viele Felsen. Wie kann ich je den richtigen finden? So muss man jetzt mit der Pfeife, ne? Ich komme ja die Packepapageien her. Ja, macht irgendwas. So, jetzt muss ich sie natürlich erstmal markieren. So muss man mal mit der Tasse. Jetzt trinkt er das. Ah, jetzt zappelt er. Jetzt muss ich den erstmal was fragen, den Zappelnden. Ah. 2 plus 2? 4, 4, 4, 4! Der hier sagt offensichtlich die Wahrheit. So, jetzt tauschen sie sich aus, aber der eine, der die Wahrheit sagt, der zappelt, das wissen wir ja. Ist Tiny Lafits Hut unter diesem Felsen vergraben? Ich weiß, dass dieser Papagei immer die Wahrheit sagt. Also, Tiny Lafits Hut kann nicht hier sein. Vielleicht kann man erfahren, ob er in welche Richtung ich gehen muss. Rechts. Nee, links. Hä? In welche Richtung muss ich gehen, damit ich Tinys Hut finde? Osten, Osten, Osten! Gut, das war klar, wir sind ja noch ganz... Wir gehen jetzt mal 2 nach Osten und dann fahren wir dann nochmal. Eins. So, jetzt fahren wir nochmal. Ist Tiny Lafits Hut unter diesem Felsen vergraben? Nein! Ich weiß, dass dieser Papagei immer die Wahrheit sagt. Also, Tiny Lafits Hut kann nicht hier sein. Fragen wir immer mal nach der Richtung einfach. In welche Richtung muss ich gehen, damit ich Tinys Hut finde? Osten, Osten, Osten! Noch mehr Osten. Okay. Heißt das, dass ich 3-mal nach Osten gehen muss? Osten. 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 Ich hätte jetzt auch nichts, um den auszugraben irgendwie. So, links. In welche Richtung muss ich gehen, damit ich Tinys Hut finde? Osten, Osten, Osten! Noch mehr nach Osten. 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 So. Der Zappelnde ist... rechts. In welche Richtung muss ich gehen, damit ich Tinys Hut finde?
Westen, Westen, Westen! Okay, bin so weit gegangen. Also gehen wir jetzt mal ganz langsam einmal nach Westen. Nehmen die Pfeife. In welche Richtung muss ich gehen, damit ich Tinys Hut finde? Westen, Westen, Westen! Okay. Wir müssen uns aber nähern. In welche Richtung muss ich gehen, damit ich Tinys Hut finde? In keine, keine, keine! Ich weiß, dass dieser Papagei immer die Wahrheit sagt. Also, Tiny Lafits Hut muss unter diesem Felsen vergraben sein. Okay. Der Papagei hat wohl das Interesse verloren. Betrachte Fels. Wenn ich die Papageien richtig eingesetzt habe, befindet sich der Bronzehut unter diesem riesigen Fels. Okay, wie kriege ich ihn da weg? Ich bin nicht im Entferntesten stark genug, den aufzuheben. Man muss doch irgendwie da runterkommen. Tja. Ich denke, das probieren wir das nächste Mal. Ja, für heute haben wir schon ganz schön viel gemacht. Beim nächsten Mal schauen wir dann, wie wir unter den Felsen kommen. Bis dahin sage ich tschüss, macht's gut. Euer Astronier. Tschüssi.